Mithilfe, um Autonomie und Freiheit zu schaffen. Dass man kohärente und effiziente Maßnahmen findet, dass man eben einfach die Lage in dem jeweiligen Land verbessern kann. Also Entwicklungspolitik soll aus meiner Sicht genau die Zielleute gezielt fördern, damit sie sich den Weg zum Wohlstand einschlagen. Dass man Korruption bekämpft, dass man Strukturen verbessert und dass man Menschen hilft, sich selbst zu helfen. Warum sind wir so reich? Damit meine ich die westliche Welt. Und warum die anderen so arm sind, also quasi die auf der Südhalbkugel leben. Wie der Schutz von Menschenrechten als Voraussetzung für die Leistung von Entwicklungshilfe eine Rolle spielen sollte. Entwicklungspolitik bedeutet für mich Hilfe zur Selbsthilfe und das höchste Ziel der Entwicklungspolitik sollte sein, sich selbst überflüssig zu machen und die Länder in eine Position zu bringen, dass sie sich langfristig selbst helfen können. Oft kommt die Entwicklungspolitik einfach zu kurz. Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit haben sich das Mitte 2010 nämlich auch gedacht und einfach eine Initiative gegründet. Die Initiative Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit. Warum? Um mitzudiskutieren, Hintergründe zu erfragen. Wir beschäftigen uns mit aktuellen Ereignissen in der Entwicklungspolitik, aber gucken auch in die Geschichte und gucken, ja, wie es eigentlich angefangen hat mit der Entwicklungspolitik. Wir nehmen Dinge auch genau unter die Lupe. Wir schauen nach globalen Zielen und schauen, wie die Millennium-Entwicklungsziele zum Beispiel funktionieren. Wir fragen uns, wie Entwicklungspolitik sinnvoll, aber auch erfolgreich funktionieren kann. Und das für viele. Ich bin Jordi. Mit der Initiative möchte ich den Diskurs über sinnvolle und erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit fördern. Hallo, ich bin Sandra. Ich bin bei der Initiative, um Projektideen erfolgreich umzusetzen. Entwicklungspolitik ist so bunt und so vielfältig wie das Leben eigentlich selbst. Und genau deswegen bin ich hier. Ich heiße Kati und ich will diese Facetten kennenlernen. Sind das deutliche Gegensätze oder sind diese möglicherweise kombinierbar? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie arbeitet so eine Initiative eigentlich? Und wie kann man Entwicklungspolitik weiter in die Mitte der Gesellschaft bringen? Wir organisieren Abendveranstaltungen, Seminare und haben verschiedene Projekte. Denn wir bohren weiter, auch bei kniffligen Fragen. Wir möchten so viele Perspektiven wie nur möglich zeigen. Und das Schönste ist, bei uns kann jeder mitmachen. Mitmachen ist ganz einfach bei uns. Schreibt uns einfach eine Mail. Wir